Willkommen auf meinem Kanal Auswanderungsziel Ungarn. Ich habe den Kanal aufgemacht, um euch mit News aus Ungarn, Infos und Hilfestellungen zum Ziel Auswandern nach Ungarn zu geben gemacht. Immer mehr überlegen sich, nach Ungarn zu gehen und hier auszuwandern oder sind schon in Planung und schauen sich Häuser an. Es sind schon viele Ausländer nach Ungarn ausgewandert seit Jahren und es werden immer mehr. Es werden immer mehr Deutsche, Schweizer, Österreicher, Niederländer, auch Belgier und noch viele andere, die jetzt aus verschiedenen Gründen, jeder hat halt seine Gründe, darauf will ich jetzt auch nicht weiter eingehen, um zu auswandern. Ja. Ich möchte, wie gesagt, mit meinem Kanal Tipps und Hilfestellungen zum Auswandern geben, die euch helfen sollen, die ich vielleicht auch noch mehr gebraucht hätte. Einiges habe ich ja schon aus dem Internet und so erfahren oder von einem Freund von mir, der ist Ungar, mit dem habe ich zusammen auch gearbeitet, der wohnt ein Dorf weiter wie ich. Der hat mir auch um einiges hier geholfen. Ich habe ja auch noch einige Ungarn hier kennengelernt, die auch Deutsch sprechen. Ein paar, die können halt nur Ungarisch, aber es geht auch, dass man sich da mit Händen und Füßen unterhält. Beim Bäcker oder so bestelle ich schon Ungarisch. Man muss halt nach und nach immer was dazulernen, weil die Ungarn sind halt ein traditionelles und ein nationales Volk. Die geben halt viel darauf, wenn man was versucht, dann freuen die sich drüber, sind sehr hilfsbereit. Wenn man irgendwas hat, kommen die sofort mit, helfen, der Nachbar oder so. Das sind alles keine Probleme. Es kommt halt immer darauf an, wie man sich gibt. Man sollte halt nicht großkotzig sein oder irgend sowas. Man sollte die Menschen einfach machen lassen und dann kann man auch machen, im größten Teil, was man selber denkt. Das interessiert eigentlich niemanden. Ja, ich bin seit September in Ungarn mit meiner Freundin, weil wir wollten unser eigenes Haus und mit großem Grundstück und alles kaufen. Und das geht in Deutschland halt nicht, weil es viel zu teuer ist, das ist gar nicht mehr vorstellbar. Und auch die Energiekosten und alles teurer wird. Und da haben wir uns entschlossen, hier runterzufahren. Ich bin mehrmals hier runter schon gefahren, habe mir Häuser am Balaton angeschaut. Viele Ausländer, die wollen auch eine österreichische Grenze oder Balaton, das ist das Erste. Aber für mich ist es nichts. Erstens ist es auch zu teuer dort, die Häuser. Zweitens wollte ich das richtige, traditionelle ungarische Leben und so besser kennenlernen. Deswegen bin ich weiter südlich gegangen. Bin in der Nähe von Baja, das heißt zu Deutsch Frankenstadt. Hier sind früher die Donauschwaben umgesiedelt, deswegen sprechen auch einige hier Deutsch. Überall findet man Leute hier, die Deutsch können. Als einzige Hürde, was viele denken, ist halt die Sprache. Es ist auch eine schwierige Sprache, aber ja, es ist möglich, das zu lernen. Wie andere Sprachen auch, wenn man möchte, dann würde man das schon lernen. Ich sagte, ich kann bis jetzt nur beim Bäcker bestellen oder Begrüßungen und sowas alles und Kleinigkeiten noch. Was gibt es noch zu sagen? Ja, wie gesagt, die Hauspreise sind ein bisschen preiswerter hier unten im Gegensatz zu anderen Regionen. Mit meinem Kanal möchte ich euch beim Auswandern unterstützen bzw. helfen. Vielleicht kann ich das eine oder andere euch noch zeigen. Man sollte hier runterfahren und sich Häuser anschauen, auch in verschiedenen Regionen, wenn man noch nicht weiß, wo man hin möchte.
Weil nur einfach runterfahren und sagen, ja, hier und das oder dieses kaufen wir, oder das ist nicht so einfach, finde ich. Man sollte sich die Regionen anschauen und nach seinen Bedürfnissen entscheiden, wo man hinzieht. Man sollte nicht einfach sagen, was weiß ich, ah, im Balaton ist es schön, war ich viel im Urlaub, dann gehe ich jetzt dorthin und kaufe mir dort ein Haus oder irgendwas. Ich würde mir entscheiden, was ich möchte und danach entscheiden, da ein Haus oder dort ein Haus, dann einige Häuser anschauen, das ist halt extrem wichtig. Entweder nimmt man das in Kauf oder man beauftragt jemanden, der für jemanden die Häuser vielleicht für sich anschaut. Das wäre auch eine Variante, könnte ich mich auch anbieten dazu. Ja, ich habe wie gesagt mir einige Häuser angeschaut. Komme aus Sachsen-Anhalt, bin 10 bis 11 Stunden hier runtergefahren. Ja. Aber es hat mich davon nicht abgehalten. Manchmal auch war ich nur 2 Tage hier unten, bin wieder zurückgefahren. Wegen arbeitsmäßig, es ging halt nicht anders. Ja, und dann ein paar Tage wieder gearbeitet und dann nochmal runtergefahren, bis halt ein Haus dabei war. Die Kilometer haben mich nicht sonderlich abgeschreckt. Ich war auch ein paar Jahre in der Schweiz arbeiten, aber dort wurde es mir auch zu teuer und dann bin ich wieder nach Deutschland zurück. Ja. Und jetzt bin ich halt nach Ungarn, weil ich mich hier wohler fühle. Das Wetter ist auch schöner. Besonders hier unten ist es im Sommer wärmer und Winter hat man kaum. Höchstens vom November bis Februar, aber dieses Jahr auch kaum. Schnee gibt es so gut wie gar nicht hier unten. Minusgrade, ja, hat man schon in der Nacht, aber am Tag geht es dann relativ wieder. Wie gesagt, jetzt sieht man hier schöner Sonnenschein wieder, 20 Grad. In der Sonne bestimmt, denke ich mal, fast 30 oder so. Kann man kurzärmlich laufen, man sieht es hier. Also besser kann man es nicht haben. Ja. Ja, in den nächsten Videos, was ich noch dann machen würde, sind über Hauskauf oder auf welchen Seiten man schauen könnte. Autos ummelden auf ungarisches Kennzeichen, dann Einkauf, wo man vielleicht einkaufen sollte, wo nicht, oder ja, vom Preis her, wo es billiger ist. Märkte kann man zum Beispiel nehmen, dann kann man Obst oder Fleisch oder so kaufen, da weiß man, von wo es kommt, von Nachbarn oder so, kann man auch schauen, verkaufen auch viele auf dem Dorf. Ja, dann wir versuchen halt viel Ostprodukte zu kaufen. Meine Freundin ist ja Slowakin. Ungarische Produkte zu kaufen, um hier auch ein bisschen mehr zu unterstützen. Von den Westprodukten weg. Die sind auch ein bisschen teurer hier. Aber nicht nur deswegen. Die ungarischen Produkte sind genauso gut, beziehungsweise einige sind noch viel besser. Und man spart dadurch auch Geld. Ja. Dann wegen Arbeit, das kommt darauf an. Also, wenn man selbstständig oder ist oder übers Internet, dann kann man sehr gut hier leben. Wenn man Arbeit hier sucht, ja, sieht das schon ein bisschen anders aus. Man muss halt dann wissen, dass halt hier weniger verdient wird, aber damit kommt man auch über die Runden, weil man ja weniger Kosten hier hat, Ausgaben. Wenn man ein Haus kauft zum Beispiel, hat man nur Strom, Gas und so, aber darauf komme ich dann in anderen Videos. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, wie gesagt, meine Freundin sucht ja auch noch Arbeit. In Wintermonaten wurde gesagt, es ist halt ein bisschen schwieriger hier Arbeit zu finden. Ja, schauen wir mal. Die meisten haben gesagt, jetzt ab März. Und ja, und ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich genau machen möchte. Wenn jemand da noch Tipps hat oder so, ich möchte halt übers Internet Geld verdienen. Versuchen, weil ja, es halt nicht so schwierig, sage ich mal, ist und wir wollen noch ein bisschen Selbstversorger machen, dann kann man sich die Zeit besser einteilen mit Hühnern und Garten und so. Deswegen haben wir auch ein Haus mit größerem Grundstück gekauft, damit wir dann nach und nach für uns selber genug versorgen können, ohne irgendwo was zu kaufen und dann weiß man auch, wo es herkommt und ja, sowas halt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Infos
zu meinem Kanal erstmal erfreuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Abo da und ein Like. Wenn irgendwas ist, könnt ihr gerne in die Kommentare was schreiben, würde ich mich auch drüber freuen. Ja, und teilt meinen Kanal und dann kommen bald die nächsten Videos. Dann bedanke ich mich bei euch, euer Patrick vom Kanal Auswanderungsziel Ungarn. Macht's gut, ciao, ciao.